Na, schön Grenze. Da können wir ja oben als Angreifer zu den Büros. Aber erstmal verteidigen und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Schalt her. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Lukas auch. Was? Oh, schon der blöde Kaschle. Er hat eine Schrotflinte. Damit können wir den Raum ja schon wieder halb vergessen. Wenn da oben jemand stirbt, der da eigentlich bewachen soll. Der ist Haupteingang. Okay, da war es nicht du. Imagine. Ja, gut. Ich habe einen entdeckt. Ah, ist von oben? Hä? Nee, Ash. In Klo, Klo, Klo. Die Banne macht auf der gelben Höhe auf. Ja, ich hol. Wolltest du rauswerfen? Schon da richtig gelandet, bloß ich hab ein Gegner verbleibt. Wo ballert der denn noch? Vielleicht rechts vom Fenster dort? Das war von oder oben irgendwo auf etwa. Dann vielleicht vorm Fenster von Kaschle. Oben. Wechsle das Magazin. Ja, jetzt komm, schieß rein, Fenster unten. Ich mach den mal weg, den Ping, für deine Sicht. Nur der hat keine Granaten mehr. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Naja, wenigstens hat das mit dem Luken-Quatsch funktioniert.
Puh. Was da alles explodiert ist, als du jemanden umgebracht hast, der reingesprungen ist. Ja, das war so viel. Arbeitsraum. Jetzt hat es mächtig geknallt und Schüsse flogen. Wir haben mal eine Granate durch die Kamera links da geworfen. Einmal konnte ich Ivana stoppen da. Zweiten Kralle. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahren. Oh, und ich habe mit dem Schaden durch die Wand von hinten bekommen. Ja, toll, das Bad ist offen. Nur noch 5 Sekunden. Zwei Wände fehlen dann also. Die Lücken sind zu. Wenigstens einer voll. Ich kann den Biogefahrgutbehälter nicht finden. Übertragung läuft. Ich starte die Show. Ich bereite die Nadeln vor. Okay. Zeit für etwas Ablenkung. Drohne zerstört, die sind Strom gefahren. Na toll, bei uns. Ah! Schöne Hologramme. Noch eine Sprengladung. Haupteingangstür ist jemand? Ja. Das schwarze Auge hängt dann noch. Luke wird geöffnet. Nee, Wand. Ah! Von oben. Schon wieder. Merrick haben sie noch. Jetzt sterbe ich. Der Gegner versucht, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Da war kein gelber Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Die Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Was rot Sie haben gesehen. Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Nur noch ein Gegner übrig. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Ich weiß nicht, warum sie die Luken nicht aufgemacht haben. Der Fatemi jetzt mit seiner Ladung die Pappe zerstört bekommen. Mit der zerschießen können. Ja, aber oben voll ungemütlich. Ich wollte eigentlich gar nicht da sein, wo ich war. Dann geht er woanders hin. Ging nicht, ich konnte nicht auf den Server klettern. Ich hätte mich ja gerne da oben hingelegt. Dafür muss ich die Luke aufmachen. Nein, kann ich sie nicht mehr zumachen.
Oder ich leg da oben ein Bettlaken drüber und pinsel da so eine Verstärkung auf. Wenn dann Termit zum Beispiel was drauflegen will, dann fällt er mit seiner Ladung und dem Bettlaken durch. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Das ist eine neue Operator-Idee. Bettlaken, Mann oder Frau, die werden dann irgendwelche Sachen aufgepinselt, die man einfach mit dem bloßen Auge kaum erkennen kann. Wo der Gegner denkt, aha, das ist jetzt eine verstärkte Wand. Und eine Luke. Vigil, ja, kann man schon. Vigil, haben wir den schon? Frau Frost, hallo. Das ist ja nett. Einsatz in 50 Sekunden. Ja, Vigil. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Mann. Alter, ich... Ja, guck ich wieder einmal nicht auf dieses Fenster. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Oh, was? Kann doch nicht sein, ey. Die Drohne ist aktiv. Noch einer. Ich habe Helm, die im Dunkeln, das gefällt mir nicht. Und dann macht der Termit wieder mit Papa auf. Ja. Oh, ich spreng mich nicht. War weit genug hinten. Ja, guck lieber. Nein, der ist hinter der Mauer, ne? Ja, soll rauskommen. Ja, nicht da. Trupp verbleibt. Er sollte rauskommen. Mann, ist der doof. Da war das Loch. Du hast nicht gesagt, wo. Ist ja wohl selbstverständlich. Lad doch früher nach, du Trottel. Punkt genau aufgemacht. Ja, aber wirklich, da gucke ich einmal nicht auf dieses Fenster beim Schalter und schon steht da wieder einer. Die ganze Zeit gucke ich immer, wenn ich da lang laufe, gucke ich auf das Fenster vorher, bevor ich weitergehe. Und jetzt. Sonst keiner da. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ah, von oben gab's schon. Scheiße. Weh, die sind ins Büro, ich hab nur noch eine Drohne. Na, klingt wie Waffenschränke. Okay. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Einsatz in 10 Sekunden. Noch was tot, Tatschanka bringt um. Oh Mann. 5 Sekunden bis Einsatz. Mira haben sie noch. Mira ist die letzte. Mira, weiter Mira. Zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Oh, hier pinkt einer blöd rum. Ah, nicht da rum.
Vorsicht, Blendgranate. Ich glaube, ich hier noch zwischen uns irgendwie. Zwischen uns? Oh, komm hier, Mann. Ah. Dort noch. Aktivitäten. Bedrohung neutralisieren. Hast du ein Schwein, Adam Nomad? Erfolgreich. Ich kam gerade hin. Die wollte zu mir hinkommen. Hat ja. Sie hat gerockt. Und Grabschau ist dann durch das Loch, was er gemacht hat, raus. Die ist, ist in dem Moment erschossen worden. Das war jetzt von mir, ja. Ja, die Kerbse sind noch fallen in Richtung Geländer. Ne? Was, weil du die noch mit angeguckt hast? Also sonst hätte sie mich und Nomad bekommen. Blöde. Putzt ihr gerade mit dem Besen die Zähne? Ja. Du machst das jetzt. Na, du kannst das schön selbst machen. Mhm. Das waren so Geräusche, als würdest du gerade mit dem Finger in der Nase bohren. Büro. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Hm, falsche Richtung. Scheiße. Sicherheitsabstand halten. Ah, Drohne fährt da. Bitte nicht mich angucken. Nein, sie kommt zu mir. Nein! Das ist die Drohne. Hm, ich wurde nicht entdeckt, aber es muss ja nichts heißen. Verteidigung entsprechend planen. Und ich habe trotzdem identifiziert. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Er wird dich schon erkannt. Nein, nein, nein. Noch 5 Sekunden. Ich wurde nicht veridentifiziert. Niemals. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Bentley ist startklar. Oh, die müssen Twitch haben, so viele Innensachen kaputt. Wand befestigt! Vielleicht war das einer von uns. Macht man doch nicht. Jetzt wird's interessant. Bei mir wurde aufgemacht. Ja, ich mach's weg. Scheiße, nicht mehr alles Gewicht.
Ach ja, warum? Sind da oben drin zwei Leute. Der einer kommt wieder raus, einer kommt raus. Kindertages? Ja. Also daneben. Schlafbereich, okay. Und zwei Leute drin. Ne? Haben die Wand auch schon aufgemacht. Ne? Scheiße. Nur Börschhausen. Bring lieber um. Ja, hast recht. Ich sitze auf dem Trockenen. Die ist inside. Komm, Kapkan, schieß in den Rücken. Bombenentschärfungsgerät wurde platziert. Entschärfer lokalisiert. Sofort deaktivieren. Letzter verbleibender Operator des eigenen Trupps. Nur noch ein Gegner übrig. Der eigene Trupp hat den Entschärfer deaktiviert. Aber wieso, wenn wir rumstinken, der wieder raus rein? Eigenen Trupps erfolgreich. Rick hat da nicht mitgekriegt, dass Kapkan da hinten in der Ecke war und rumgerannt ist. Und was hat rumgewartet? Rumgerannt ist. Rumgerannt. Oh, Labor, da muss Maestro. Tut mir leid, vergab schon. Kannst du eh nicht. Ich kann dir mit dem bösen Auge wunderbar am Kopf schießen. Machst du ja bloß ein böses Auge kaputt damit. Nee, du bekommst eine Spielsperre dafür, wenn ich dich damit umbringe. Das schaffst du ja nicht. Und du musst den Jahr 5 Pass nochmal kaufen. Das ist auch eine Bedingung. Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Sicher lieber die Bomben. Ich verstärke die Wand! Kein C4 bei Kapkan. Böses Auge platziert. Das wird sie aufhalten. Es bleiben 10 Sekunden. Zugangssperre angebracht. Vom Fenster wegbleiben. Nur noch 5 Sekunden. Gelegt. Sicherheitsabstand. Überwachung der Bomben verstärken. Der Gegner hat einen Entschärfer. Nein, die haben einen Entschärfer, hast du es gehört? Meinst du? Ja, das sagt der Onkel. Schützt sie. Na, Schockdrohne. Das ist eine Schockdrohne, ich glaube, ja. Alter, das ist doch nicht dein fucking Ernst! Mein Gott! Also. Bad, so hinten und ja. Vorne Drogen Ding. Schön. Komm raus, komm raus! Mann. Das ist immer so lange. Geh doch in Deckung! War ich ja gerade auf dem Weg. War noch verletzt. Oh, hinter Aruni kommt jemand. Messer an. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Er hat noch einen Fuß gesehen und Schaden in Kauf genommen. Schade, dass er noch so viel HP hatte. Ja, das wäre lustig gewesen, im Übermut dann da reinrennen und dabei sterben. Oder in der Gier. Bäh.
Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Drogen nicht. Na, hier oben könnt ihr. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Abschieben. Und alle identifiziert. Nein, da unten ist keine Drohne. Auch deine. Ach Quatsch. Das ist bloß ein Schuh. Noch 10 Sekunden. Ein Rollschuh? Einsatz in 5 Sekunden. Ein Zweiradschuh. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Jetzt, das bringt's. Na, voll. Na, wenigstens ist es noch draußen. Das Irrschen rauschen. Ich hab den Entschärfer, ich trag den mal weit weg. Zug abschrauben. Ja. Das war die Ella. Alter. Noch mehr Ella-Kram? Ja, aber es war auch die Grabschau, die ich hier gerade gekillt habe. Jetzt blenden gehen. Ja, sterbe ich noch. Toll, Pieper ist hier noch. Melusi-Kram. Schärf man doch hier mal. Hab fertig entschärft, hab Punkte bekommen. Überhaupt noch nichts vorbereitet. Was? Grabschau hat sich ans Fenster gelegt. Ich bin vorbei und in dem Moment von Ella oder was? Ja. Grischmott. Die springen noch. In dem Moment gebe ich ihr noch ein Headshot, ne? Ich habe nur noch 4 HP gehabt. Ja, schon wieder Finker. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Drogen, sauber. Störsender. Wo denn? Da. Da eine Tür. Durchfahrt. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ah. Einsatz in 5 Sekunden. Upsala. Und entschärft sie. Komm, Finker, Finker schon, los. Adrenalinstoß, los. Nein. Haha, scheiße. Wieder runtergerutscht von der Kacke. Ist ja auch schon offen. Was eine Vase. Okay, blau, 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 blau. Kann
keinen Strom drauf. Deine Kamera ist wo? Mittig. Kannst du Störsender erwischen? Störsender erwischen? Nee, ich hab... Warte kurz. Ich steck nach hinten ab. Argus aktiv. Nein! Ach, kacke. Da ist irgendwo ein. Wir sind bereit. Argus platziert. Jetzt. Gut. Ich steck zum Gong ab. Okay, da bist du schon. Nein! Ja, Drache war jemand. Da war ich schon ganz links angebaut. Kontaktgranate war das. Von da oben durch? Nein! Ja, so ein riesen Radius? Ey. Ist auch noch, der wartet da noch. Hm. Mach ich mit meinen Strolls auch immer. Was ist das denn? War Mai? Oh aber Gott. Wir können. Ich geh mal zum Schaufel. Gummine. Okay, das hier. Gott, da hinten. Es dauert. Jetzt kannst du, er hat keine Kontaktgranate mehr. Hat mich auf halber Strecke. Ja, warum rennst du denn überhaupt weg? Na, ein Schärfer liegt sonst wo nirgendwo und der Gegner weiß vielleicht wo. Ja. Dauert noch ein Stück. Ich hoffe, Sophie holt jetzt den Entschärfer. Oh, scheiße, da kommt einer an. Von Treppe oder? Na. Auf der Treppe oder hinten beim Spind? Bei der Tür! Ja, entdeckt. Entschärfer ist jetzt gesichert. Letzter verbleibender Gegner. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ach, die war über mir. Wegen Stairs. 10 Sekunden. Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Das klang wie Drachentreppe, als ob die da gerade rumgelaufen war. Nee, die war direkt über mir auf der Pappe. Direkt über mir hat die mir einen Kopfschuss oder so gegeben. Direkt über dir? Ja, die hat den Pappboden aufgemacht. Ja, dann oder die Kontaktgranate, da wo die Kontaktgranate hochgegangen ist, da hat die durchgeschossen. Auch dabei klang das, als würde die... Ja, aber ich habe selbst gedacht, die wäre auf der Treppe, weil das so extrem nah und vor mir klang. Nächstes Mal dann nicht einfach weg, ey. Wie gesagt, du sollst warten. Hast du ja nichts gemacht? Doch, ich habe Dings hier, meine schwere Ladung angebracht. Dadurch habe ich seine zweite Kontaktgranate geholt. Also ich musste erstmal die Gummine da wegräumen. Die du ja nicht gefunden hast. Tja, du bist so fett, du erwischst auch die Gummine. Wenigstens mal, wenn ich da unten springe ich nicht von oben in sichtbare Willkommensmatten. Du hast schon genug Willkommensmatten mitgenommen. Selbst die du vorher angeguckt und angesagt hast. Ja, und Oregon, großes Fenster. Hier hätte man trotzdem sehen können, wo du reingesprungen bist auf Turm von oben. So, aber noch. Das war auch eine besonders schöne Willkommensmatte. Muss man schon mitnehmen. Ach, die war besonders schön. Hat Blümchen draufgelegt. Was? Angeknabbert? Frau Frost hat da Blümchen draufgelegt. In deinem Kopf vielleicht. Nee. Zwei Ladesymbole unten links. Drehen sich in unterschiedliche Richtungen? Nein. Toll. Also die Partie spiele ich heute noch. Wenn die nicht allzu kurz geht, dann ist das die letzte Partie für heute immer. Das ist zu spät. Also Runde 1 steht bei mir auch immer noch dieses... Ja. Ja, okay. Hast du gefunden. Iban hat bloß Hände in der Hand. Also gar nichts in der Hand. Die läuft wie Grabsch vor rum. Ist das geil. Was guckst du? Wem guckst du zu? Die waren. Oh, was hat die Bälle in der Hand? Nichts. Jetzt geht die durch Wände. Die hat Hände in der Hand, war aber auch gut. Das sieht so doof aus. Ein verbleibender Operator vom eigenen. Zerwirkt sie den Gegner. Eigener Trupp wurde eliminiert. Ubisoft ist schon lustig.
Und dann zwei. Vielleicht war die Waffe kaputt und die hat bloß noch die Kugeln dann go. Die Kugeln weggeschnipst mit den Fingern. Piu, piu. Friss dies, friss das. Vielleicht hatte sie aber noch ein A4-Blatt in der Hosentasche und wollte dem Gegner zeigen, wie sie Origami falten kann. Oder nach Origami Art falten kann. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Empfang. Vision. Ach, gegen den Rahmen gesprungen. Auf den Außen. Was? Ja. Wie chill. Ja, guck, so macht man das. Ach. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ich habe jetzt Switch zugeguckt, wie sie eine Kamera kaputt gemacht hat. Ich dachte, das hast du gemeint. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Nicht so ganz. Noch 5 Sekunden. Oh, ein. Ob man mit einem AVS auch eine Drohne zerquetschen kann? Käfer. Oben ist einer. Zur Bombe vor und entschärft sie. Fenster sind jetzt bestimmt offen. Sehr schön. Kann ich nicht mehr vorbei. Oh. Ich will bloß ein bisschen aufräumen. Fuse der Müllmann. Ein AVS weniger. Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützt. Noch was tot. Ich wechsle Jäger. Das Magazin. Nur noch ein Gegner. Motzi tot. Da hinten ist der Entschärfer. Dann entschärft euch das hoffentlich. Gegner eliminiert. Eigener Trupp erfolgreich. Team schon wieder einer mit 100 AP. Café Gorgi. Hatte das der erste? Ja. Der Dizzy? Hm. Der hatte noch einen Rest-Ton-Ping mit 62, jetzt, als ich reingeguckt habe. Als ich geguckt habe, waren 111. Hm. Dann ist er auf 28 gefallen. Nein, Trommelmagazin. Oh Gott, das klang wie eine Luke. Nee, ist noch zu, die machen bloß die Wände. Okay, dann war das Wandholz. Zwitschdrohne haben sie, aber hier schreit schon der Witschel. Das ist schlecht, da muss ich auch meine Krallen aufpassen. Na, und auf die Kapkaminen musst du auch aufpassen. Nee, die interessieren mich. Doch, nein. Fick. So, die Luke muss auf jeden Fall pappig bleiben, damit dort jemand aufmachen und unten in die nächste hüpfen kann. Die erste Zwitschdrohne hast du. Nein, hab sie bloß gehört, wie Witschel geschrien hat. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Keine Schockdrohne mehr zerstört. Doch nicht hierhin. Okay.
Auch da noch offen. Ja. Zwischen den Bomben könnten wir aufmachen, aber nicht irgendwo, wenn ich es brauche. So, mach da auf, du Arsch. Was? Ah. Mine geht raus! Schockdrohne bei dir, ich komm mit. Hast du? Nein, das war eine andere Drohne. Einer ist sauber, ich guck da hin. Magazinwechsel! Ohne ist drin. Hab's so. Okay. Ist es. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Scheiße. Haben wir angeschossen, den unten an der Garage. Ich bin tot. Twitch. Ein Gegner verbleibt. Twitch tot. Eigener Trupp siegreich. Alle Gegner eliminiert. Trommelmagazin in der Vorbereitungsphase massiv herum und dann auch später, als es losgeht, aber macht nichts zwischen den Bomben auf. Lobby. Lobby Ploppy. Floppy. Disk. Unser Team lag mit 1-0 hinten. Dann kommen wir rein und schon steht 2-1. Dann komme ich rein. Das ist unglaublich, dass wir überhaupt 2 Runden gewinnen konnten, obwohl du hier drin bist. So, ich gehe mal zum Loop. Wir haben die Twitch und wir haben gerade die Mozi. Ja, Twitch haben wir. Also. Es bleiben 10 Sekunden. Nein, die Luke ist offen. 5 Sekunden noch. Komm schon. Oh, das war das gar nicht. Ah, boah. Brauchst du noch Hilfe da? Oder ist alles zu? Nein, nicht ganz zu. Er schafft. Boah, Maestro passt auch durch. Au, au, au! Küchen, Klavierfenster. Twitch-Drohne haben.
einen verletzt und eliminiert dadurch. Könnte Twitch gewesen sein. Letzter verbleibender Gegner. Gegner eliminiert. Mission befolgt der eigenen Truppe. Na Kopf. Aber viel zu schnell, er muss noch eine Runde spielen. Na gut, machen wir noch eine. Dann beginnen wir ja jetzt wieder mit Geisel und müssen dann Geisel am Freitag fortführen. Wieder was anderes. Ne. Vergisst du eh wieder bis Freitag? Ne. Ich vergesse eher, wo ich bei EMP-Mann war. War aber Störsendermann. Nee, der Störsendermann war beim EMP-Mann. Nee, der Störsendermann war bei EMP-Mann. Der war da. Nee, der war da. Ich kann lesen. Tolle Erkenntnis, ich weiß. Hey, echt? So. Endlich mitgekriegt. Eine der größten Herausforderungen für das Team ist. Hier steht das, die Granate deaktiviert. Ich frage mich, ob die das geändert haben, als die noch zerstört hat. Frag doch mal. Die EGMK0EMP. Am besten du machst das so, immer wenn sie irgendwas ändern, gehst du einmal so kurz drüber, ohne zu lesen jetzt, und nimmst das dabei auf. Genau. Geisel, Müller. Machst du immer so. Und auch bei jedem Gerät nachgucken, ob nicht Ubisoft da was ausgetauscht hat. Genau. Im nächsten Satz stand wiederum, einige werden sogar zerstört. Gibt es noch Geräte, die er zerstören kann? Ich glaube nicht, oder? Gumin, deaktivierter Zugangssperren. Sprengminen, die dürften mittlerweile auch britzeln, habe ich aber noch nicht britzeln sehen. Was, Sprengminen? Was? Ja, also die von, die Gerischmods von der Ella. Die mussten auch britzeln. Dann wäre der Text womöglich verkehrt, wenn mittlerweile alle britzeln und nicht mehr kaputt gehen. Musst du mal ausprobieren. Genau, ich nehme jetzt jeden Angreifer. Wir testen das jetzt erstmal 2 Stunden lang. Nee, du alleine. Nee. Nimmst du EMP-Mann und. Doch, ich würde es machen, wenn ich dafür dann freie Visierewahl bei jedem Operator habe. Nee. Doch. Nein, du kriegst auch dann keinen Echo. Klar würde ich es dann machen, erzähl nicht sowas. Doch. Nein. Doch. Ich krieg auch keinen ACOG dafür. Ich krieg ACOG und alles, was ich mir wünsche. Ich krieg den Hintern fixen. Bibliothek, achso, ich bin gewesen. Türrahmen. Ich geh mal Astronomie gucken. Geh doch wieder. Keller, ja. Hinten ist laut. Ah, Astronomie, ja. Hallo, Leute. Oh, 4. Und Ella. Oh, Blümchen. Seit wann sitzt denn die Geisel da direkt vor den. War das schon immer da? Oder sitzt sie immer mal verschieden? Vorm Tisch. Nee, die sitzt an der. Zwischen Bad. In der Wand da Richtung Bad. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Was? Also nicht direkt vor dem an Tisch. An der Wand? Ja, Sicht wo die Kästen da stehen. Mission eingeleitet. So weit vorne? Nee. Ja, direkt. Also vorhin, wir hatten ja schon vorhin hier Geisel. Ja. War das nicht so? Die sitzt direkt. An der Wand zwischen den beiden Türen, wo das Bad ist.
Muss ich mal meiner Drohne nochmal angucken. Ich hab's an meiner Drohne geguckt. Brauchst du nicht. Dann wurde... das heißt gar nichts. Dann hat Ubisoft während des Spielens das aktualisiert. Muss ich gleich mal gucken, ob das ACOG beim Alter zurück ist. So, ich will zum Schlafzimmer. Zur Garderobe. Schöner Baum. Könnten auch im Melusi dann stehen die Bäume. Von der Form her. Ah, Splitter. Alter, wie denn? Ich kann ihn noch nicht mal sehen, Junge. Was ist denn das? Ja. Das ist doch nicht dein fucking Ernst, ey. Keine Matte, sehr schön. Da liegt eine, da eine Matte. Was? An der Wand? Nee. Oh, ist Papa das nicht gut? Wie hat die jetzt bitte Läsionen sehen können? Rechts eine Matte, dann mal gucken. Na, jetzt kommt die Treppe. Ja. Alter. Komm, da ist wer. Komm, jetzt markiere mal. Oder zugleich? Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Vor allem, sie springt, IQ springt rein und beide fallen um. Es wäre Skript gewesen. Die anderen Drohnen sind uncool. Nein, das ist nicht groß. Eigener Trupp neutralisiert. Gucken wir mal, wie es die Geise sieht. Hey, da habe ich vorhin auch geguckt mit. Ella. Aber da links sitzt, da vorne siehst du. Ja, die ist wirklich an der Wand. Was? So weit. Vorhin war die am Schreibtisch. Ja. Als ich mit der Drohne da rein bin, da saß die auch schon. Hoffentlich spielen wir nochmal als Verteidiger dort, dann können wir nochmal direkt gucken. Guck doch mal. Gucken. Target P, Nomad und Sophia und der Hammermann tanzt schon. Nee, du. Er tanzt. Du. Mal gucken, wann es einen Operator gibt, der Young heißt. Vielleicht gibt's ihn schon. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Cool. Kriegen wir hier oben? Flieger-Zimmer und dann... Kaschle. Nein! Nein! Direkt danach. Fahr mir doch nicht direkt hinterher. Mal die Geisel finden. Strom haben sie noch. Strom? Noch 10 Sekunden. Kontakt einer. 5 Sekunden bis Einsatz. Eine weniger. Bitte schreiben. Das schreibst du. Position der Geisel ist unbekannt. Einsatz trotzdem freigegeben.
Hammer, Mandelhelm, Mann. Alle Außenkameras kaputt. Mal die Tür hier auf. Was macht Hammer, Mann? Aber sehr schön. Was? Gewonnen? Durch Magnet? Durch Magnet, oder? Jo. Ja, aber Mai. Das hatte ich auch schon mal. Das hatten wir doch letztens erst bei Oregon. Bei den Schlafzimmern oben. Aber Blau hat Orange mit Granate umgebracht. Aber die Granate, also der Orange hat die Geisel mit einer Granate umgebracht. Eigentlich hätte der Orange auch Orange anbringen müssen, der Logik nach. Wo sind wir jetzt? Ne, Blau. Astronomie, cool. Blau hat einen Orangenen umgebracht und der Orangene wurde durch Granaten getötet. Aber waren das nicht beides Granatensymbole? Weiß ich nicht. Ich meine ja. Ich guck da nochmal nach. Wadentanz. Auf jeden Fall ist nicht einer, ganz. Einer. Auf jeden Fall ist ein. Hat ein Blauer hier dieser. Warte. Das ist ja Ichimaru, hat einen gekillt. Ich meine mit einer Granate. Die Geisel muss beschützt werden. Boah, die ist wirklich genau davon. Hä? Ist er kaputt. Ja, aber jedenfalls hat der von uns den einen gekillt und dann gewann die Geisel. Mit Granate. Die Wand ist sicher! Aber womit der andere den gekillt hat, das weiß ich nicht. Das Gerät ist in Position. Zum Glück haben wir ja alles auf Band. Das sogar zweimal. Ich setze das Gerät ein. Es bleiben noch 10 Sekunden. Kamera aktiviert. Es bleiben 5 Sekunden. Sagt der Geisel, soll wieder zurückgehen. Gute Arbeit. Standort zurückgehen. Der Geisel weiterhin unbekannt. Die duckt sich bloß weg. Ist offenbar keine Respektsperson. Die haben Schwarzbart. Warum? Weil sie den ausgewählt haben beim Operator auswählen. Kann der noch nicht machen. Hä? Was machst du da? Oh, dieses Kameraloch, Alter, dieses dick Kameraloch. Oh Gott, ich hätte dich weiter rumlassen sollen. Wobei die Kisten scheinen massiv zu sein, ne? Ja. Diese kleinen Köfferchen. Ja, die kannst du wieder nicht kaputt machen. Oh, ist jemand Treppe neben uns, glaube ich. Ja. Ah, ich liebe das. Mein Gott. Oh, seit wann ist denn da ein Kack-Kamera? Oh, ich weiß genau, wo sie hingucken mussten. Die Gegner haben die Geisel gesichert. Na, jetzt rennen sie mit weg. Auch wieder keiner guckt, ey. Da. Boah. Was da hinten? Schon. Da ist er. Ist doch direkt neben dem Hauptschlafzimmer. Beim Podestraum Schwarzbart. Die Geisel nicht länger unter Kontrolle. Mission gescheitert. Der Gegner hat die Geisel evakuiert. Doch nach unten gehauen. Wie der andere das vorhin noch machen wollte. Oder? Der von uns gesagt hat, warum rennt der da einen langen Weg? Ja. Naja, der ist ins Schlafzimmer gerannt. Okay, ach stimmt, ja, stimmt. Da lag die Geisel, ja. Klavier. Oh, ey, diese Kameralöcher, ne? Teilweise. Jetzt haben wir wieder eins. Direkt gegenüber der Geisel. Ja, da habe ich letztens ein Schild vorgestellt. Aber dann lag ich an der Wand hinten und links vom Schild. Da kam Glasgow, ich glaube, das war mit Glasgow. Ich hab das ja gesehen, dass er sich da hingelegt hat, aber er durfte mich killen. Wir brauchen halt Bauschaumstoff, Mann oder Frau. Am besten kugelsicherer Bauschaum. Was?
Spiel. Hat drei Leute auf eine Drohne geschossen, ne? Benzin bereit gemacht. Es bleiben 10 Sekunden. Tür im Auge behalten. Es bleiben 5 Sekunden. Standort der Geisel in Gefahr. Zum Angriff bereit machen. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Hier gehen die Koffer wieder kaputt. Nitro wurde eingesetzt. Sicherheitsabstand halten. Ich wechsle das Magazin. Sicherheitsabstand halten. Wieso? Oh Gott, guck mal, was der Strom macht. Nee, doch, doch, doch. Schockdrohne. Ja, hab's noch nicht. Boah, das war schlecht für mich, aber trotzdem gewonnen. Was? Schmetterling oben in der Ecke. Na klar, Alter, ich krieg nicht mal, ich höre nicht mal mehr, dass das Schild bricht oder was? Nur noch ein Gegner. Ist das dein Scheiß Ernst? Oh, das gibt's doch langsam nicht mehr. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Im Kopf. Aber am Fensterrahmen gelandet. Kopf. Fensterrahmen. Ja, mir ist schon immer klar, dass dein Kopf aussieht wie so ein Fensterrahmen. Fensterrahmen. Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Nancy eingesetzt. Standort der Geisel in Gefahr. Angriff steht direkt bevor. Geht eine Wand, Herr Kollege. Ja, toll. Großes Auge eingesetzt. 5 Sekunden. Ich setze das Gerät ein. Böses Auge eingesetzt. Gegnerdrohne hat Geisel lokalisiert. Stellung sichern und Angriff abwehren. Na, jetzt gefährlich weg. So. Jetzt perfekt. Reicht das? Das hat auch so schon gereicht. Also passt schon. Ja, letztes habe ich mit der Drohne vor dir. Die Drohne nicht, ne? Die stand ewig noch. Ja, oben. Eben. Jetzt kommt's. Hab's ja. Beide? Beide? Okay. Nein, bloß einer. Und zwei und so. Also zumindest. Ja, das war keiner. Das war auch keiner. Alter! Ernst, ey, was ist denn heute los?
Mein Gott, ey. Kommt rein zu dir. Am Tresor ist eine Tür. Kommt noch einer. Tür. Jetzt. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Was hat denn da gestaubt? Das sah komisch aus. Gegner haben die Geisel gesichert. Das wird wohl nichts mehr. Die sind weg. Er bleibt aber auch stur dort in der Spielzimmer. Geisel evakuiert. Mission gescheitert. Das ist ja sehr interessant mit der Geisel. Das Passende dazu ist ja, wir haben ja heute auch schon Geisel gespielt. Und da können wir direkt vergleichen. Wie war das zu Beginn des Abends? Wo war die Geisel im Astronomiezimmer? Und eben jetzt... Da bin ich jetzt gleich mal gespannt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.